Möller, bitte. Okay. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, unser Antrag Kinder- und Jugendförderung gesetzlich regeln ist der letzte einer ganzen Reihe von parlamentarischen Initiativen, mit denen wir seit Beginn dieser Legislatur auf das Problem des Abbaus und der Bedrohung von Angeboten in diesem Bereich aufmerksam machen. Dass er heute hier die Priorität der Linksfraktion ist, hat zwei Gründe. Erstens hat der Vorgang Aussicht, dass noch in dieser Legislatur etwas passiert. Und zweitens ist es uns als Linke wichtig, angesichts des wachsenden Bedarfs und angesichts der guten Kassenlage des Landes, endlich den Rückbau der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche zu stoppen und stattdessen mit deren qualifizierter und systematischer Weiterentwicklung zu beginnen. Für Kinder- und Jugendförderung braucht es eine neue gesetzliche Regelung, weil die derzeitige Vorschrift, 10% des Jugendetats für diesen Bereich einzusetzen, nicht umgesetzt wird. Als sogenannte freiwillige Leistung ist sie eben ein Angebot nach bezirklicher Kassenlage und selbst in den Bezirken, die laut Haushaltsabschluss Gewinne im zweistelligen Millionenbereich erwirtschaftet haben, werden diese Mittel lieber in die Rücklagen gepackt. Man weiß ja nie, was noch kommt. Dass die Zuweisungen für die Bezirke unzureichend regelhaft sind, ist ja bekannt und auch, dass die Kosten- und Leistungsrechnung mit Bedarfsgerechtigkeit nichts zu tun hat. Da hat es auch nicht viel geholfen, dass im letzten Doppelhaushalt 8 Millionen mehr für die Finanzierung der bezirklichen Jugendarbeit eingestellt wurden. Solange die Finanzierungslogik dieselbe bleibt und die Mangelwirtschaft die Bezirke zwingt, zuerst andere Löcher zu stopfen, wird die Kinder- und Jugendförderung immer hinten runterfallen. Wie zum Beispiel in Tempelhof-Schöneberg passiert, wo die zusätzlichen Mittel in dringend notwendige Personalstellen im Jugendamt geflossen sind und eben nicht in die Jugendarbeit. Und eins darf man auch nicht vergessen, dass diese viel gerühmten Mehrmittel es nirgendwo gibt, um die eigentlich erforderliche fachliche Entwicklung von Angeboten zu finanzieren oder in diesem Fall, weil der Finanzsenator informelle außerschulische Bildung so wichtig findet. Die gibt es, weil die AG Wachsende Stadt auf den Bevölkerungszuwachs reagieren muss. Und 45.000 Menschen mehr pro Jahr, davon die Hälfte Kinder und Jugendliche, haben natürlich einen Anspruch auf Förderung. Wir meinen, genau wie der Landesjugendhilfeausschuss, wie die Jugendamtsdirektorin, die bezirklichen Jugendhilfeausschüsse und wie der Rat der Bürgermeister, dass angesichts der landesweiten Unterausstattung mit Kinder- und Jugendangeboten das übliche Zuständigkeits-Ping-Pong und die gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Land und Bezirken endlich ein Ende haben müssen. Dieses Hickhack hat sich ja selbst letzte Woche in den Ausschussberatungen im LJHA und auch hier im Hause fortgesetzt, wo man der Meinung war, man brauche hier nichts Neues, die Bezirke machen einfach ihren Job nicht. Aber zum Glück ist die Senatsverwaltung da schon weiter als ihre Koalitionsfraktionen und hat in Person von Frau Klebber bereits vor gut 2 Jahren eine Gesetzesänderung angekündigt. Es braucht nämlich politischen Willen, wenn in der ganzen Stadt zukunftssicher entsprechend der Anzahl der jungen Menschen verbindlich quantitative und qualitative Fachstandards zur Ausstattung der Sozialräume mit Angeboten der Kinder- und Jugendförderung festgelegt werden sollen. Und es braucht natürlich eine gesicherte Finanzierung. Und das geht. Zum Beispiel über eine Zweckbindung, wie das in anderen Bereichen, unter anderem beim Hochbau, ganz selbstverständlich seit Jahren gemacht wird. Ob innerhalb oder außerhalb der Globalsumme gibt es hier diverse Möglichkeiten, wie bei anderen außerschulischen Lernorten, zum Beispiel bei den Jugendkunstschulen und anderen Angeboten auch. Und kleine Schritte in die richtige Richtung gab es ja auch schon. Nach Anregung des Rates der Bürgermeister wurde die AG Produktkatalog 2014 beauftragt, ein neues Finanzierungssystem zu entwickeln. Ein bisschen was ist dabei herausgekommen, nämlich ein Plausibilitätskostensatz, der sich an den Mindestpersonalkosten orientiert, aber viel mehr auch nicht. So schließt der Bericht der Arbeitsgruppe auch mit der Feststellung, Produktbudgeterhöhungen und Absenkungen lassen sich grundsätzlich in allen Planmengenverfahren umsetzen. Das gilt auch für den Fall, dass die politischen Entscheidungsgremien eine zweckgerichtete Erhöhung des Bezirksplafonds für die Kinder- und Jugendförderung für erforderlich halten. Das heißt, man könnte einen bedarfsgerechten Zuweisungspreis festlegen, politisch gewollt. Und politischer Wille wurde uns im Ausschuss zugesagt. Die Senatsverwaltung hat ein Gutachten zur Prüfung der versprochenen Gesetzesänderung beauftragt, das bereits am 20. Juli im Landesjugendhilfeausschuss vorgestellt wird, so hörten wir. Es besteht also gute Hoffnung, dass daraus folgend bald tatsächlich ein neuer Gesetzentwurf mit breiter öffentlicher Beteiligung und gemeinsam mit den Bezirken diskutiert wird, so wie wir es mit diesem Antrag im Januar 2014 vorgeschlagen haben. Vielen Dank.